Yo, Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. So, wir werden uns jetzt auf den Weg zu diesen beiden Missionen hier begeben. Und ja, ich habe vollkommen vergessen, hier im Norden gibt es ja eigentlich auch noch eine Mission, zu der ich ja ursprünglich unterwegs war, bevor die Sekte mich einfach mal mit Blitzgeschossen bombardiert und entführt hat. Da war ja auch noch was. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Missionen dieser Ort noch für mich bereithält. Ich drücke jetzt einfach mal L3, so. Dann fährt das gute Ding von alleine und ich kann mir mal in aller Ruhe die Umgebung angucken. Ja. Wow. Hä? Wie jetzt? Wende ich gerade? Wohin genau? Also, nee. Da macht der Widmenmacher doch gerade einen Fehler. So. Da muss ich jetzt mal ganz kurz die Fahrhilfe ausschalten. Keine Ahnung, was da gerade gemacht werden sollte, aber. Na toll. Aber es war Quatsch. Hallo, hallo, ich drücke L2! Wie lange hat denn der jetzt bitte zum Bremsen gebraucht? Ey, ich halte L2 gedrückt. Ich fahre vorwärts, Leute. Habe ich das Ding jetzt gerade. Ach Mann. Hallo. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist. Ich versuche hier gerade rauszukommen, wo auch immer ich mich gerade reinmanövriert habe. Komm schon. Ich werde hier wohl noch raus können, oder? Och Leute. Jetzt. Dankeschön. Fahre ich halt durch den Fluss, auch wenn es eigentlich voll dämlich ist, das zu machen. Aber meine Güte. Was war das gerade? Also, ich muss mir das nochmal ganz kurz angucken hier. Das ist es? Bin ich da auf diesen Autos stehen geblieben oder wie oder was? Auf diesen Steinen bin ich mit dem Wagen stehen geblieben oder wie? Auf dieser kleinen Mini-Klippe. Nennen wir es einfach mal so. Warte mal, wie zur Hölle haben die mich noch nicht bemerkt? Die Typen. Moment. Ich kann das da so ein bisschen als Wegpunkt benutzen. Ich soll ja mit. Ich habe mir nochmal eine Trophäe angeguckt. Ich meinte ja, gibt es diese obligatorische Trophäe in dem Spiel, die es bei jedem Far Cry gab, dass ich auf irgendwie über 100 Meter oder in diesem Fall 150 Meter Entfernung jemanden einen Kopfschuss verpassen soll mit dem Bogen. Ja, die gibt es, aber laut Trophäenbeschreibung darf ich sogar. Ah, perfekt. Darf ich sogar ein Gewehr benutzen. Okay, Riesenproblem. Ich sehe die Typen überhaupt nicht mehr. Warum? Da. Ach du Scheiße, da hinten. Okay. So. Das Problem ist, ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Nur um sicher zu gehen, weil mir wird ja die Entfernung nach da oben hin angezeigt. Das ist so ein bisschen das Problem. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da bitte schön einen Headshot hinkriegen? Ich sehe die ja gar nicht. Ich hab's nicht. Ich fass es nicht. Ich habe gerade die Trophäe der Geist schlägt zubekommen. Was? Ich hab tatsächlich auf die Entfernung einen Headshot hingekriegt. Das war der erste Schuss, den ich abgegeben habe. Das war jetzt. Ich wusste nicht, ob ich wirklich den Kopf anvisiert habe. Die Linie war so dick auf die Entfernung hin. Alter! Ah ja, klar, jetzt auf einmal. Okay, Boomer, sehr gut gemacht. Ja, hättest du wohl gern. Der macht euch fertig.
go, go. Yes, feiner Junge. Oh, da drin ist noch ein Wolf. Von der Sekte oder wie? Feiner Junge. Was zur Hölle? Wow. Alter, Boomer ist auf einem Killing Spree. Gut gemacht, mein Kleiner. Respekt. Noch einer hier in der Nähe? Nö. Na komm, komm mal her. Ist da noch einer? Nö, der wird schon von einem Bären platt gemacht. Ja, komm, Boomer. Na komm. Ja, schade. Geht einfach leider nicht. Ah, warum habe ich keine Fäuste aus Stahl? Ich weiß, dass ich das aufballern kann. Keine Sorge. Ich will nur einmal ganz kurz was mit Boomer machen. Er haut nur die ganze Zeit ab. Ich hab's gerade eben noch gesehen, Spiel. Jetzt tu nicht so, als ob das nicht. Da! Da war es doch gerade. Da! Alter, Leute. Warum tut das Spiel mir das gerade an? Ich sehe immer nur vor einem kurzen Frame den Befehl. Ey, ist es, weil der Wolf hier in der Nähe ist? Ist das der Grund? Greifst du mich nicht an, greife ich dich nicht an. Okay, können wir uns darauf einigen? Und Boomer sollst du auch nicht angreifen, okay? Alter, wie der immer noch nicht rauskommt. Boomer, vorsichtig. Jetzt, na, Alter. Was ist mit dem Tor los? Tu es nicht. Ich werde meinen Hund verteidigen. Gut. Gut. Cleverer, großer Hund. Nein. Tu es nicht. Du warst gerade dabei zu leben. Hau ab. Okay, das Revier ist es nicht wert. Tu es nicht. Tu es nicht. Geh. Wow. Alter, Boomer ist ja mega OP. Ich dachte, der Wolf braucht mehrere. Wow. Ich bin überrascht. Boomer hat sogar den gewonnen-hittet. Na komm, jetzt. Ja. Ja. Wer ist ein guter Junge? Wer ist ein guter Junge? Okay. Darf ich nicht... Ah, doch, ich darf nochmal. Ja. Ja. Sehr gut. Seht ihr? Far Cry macht's richtig. Far Cry 5 macht's verdammt nochmal richtig, was so viele andere Spiele nicht hingekriegt haben. Okay, was zur Hölle ist mit diesem Zaun los? Jetzt mal ganz im Ernst. So, geht doch. Was haben wir denn hier? Erntebefehl. Der Kollaps hat begonnen. John will, dass wir mit so viel Bliss versetzten Dünger wie möglich in diesem Silo lagern. Aber seid vorsichtig, das Zeug ist hochexplosiv. Wir werden gemeinsam zu den Toren von Eden marschieren. Ah, von wegen. Was haben wir denn hier überhaupt? Rohr und etwas, was ich nicht plündern kann. Ich dachte... Au, oh, nicht euer Ernst. Ach du Scheiße. Oh, ja, das hat sich jetzt unglücklich verheddert. Steigen. Genau, bevor sich das Ding noch verheddert. Oh, Vorsicht. Ja, wir haben ja den Kletterhaken. Okay, krass, ohne Kletterhaken wären wir hier also gar nicht vorangekommen. Puh. Schön vorsichtig, okay. Wollte nur gucken, ob ich tatsächlich auf die richtige Seite gegangen bin. Komm, genießen wir die Aussicht, während wir die Leiter hochklettern. Oben sehen wir eher einen Scheiß. Eieieiei. Einmal Panoramablick. Yes! Seht ihr? Der Berg gibt mir recht. Das ist ein Moment, um sich hier einmal umzuschauen. Okay. Ich sehe... Ist das dieser Kornkreis? In der Richtung scheint er zu liegen. Aber ich glaube, er ist weiter entfernt. So nah dran ist er nicht. Okay. Und nun? Was soll ich jetzt... Ach, zerstören. Ja. Ah, okay. Hat mehrere Schüsse gebraucht. Und, oh Gott, es geht noch weiter hoch.
Himmel hilf. Aber wie? Ah, da, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich sehe einen Punkt für den Kletterhaken. Ja. Okay, und hoch. Ich muss immer mich ganz genau konzentrieren, die richtige Taste zum Steigen zu drücken. Aus Angst, dass die falsche Taste mich auf eine Reise ohne Wiederkehr von diesem Turm runterschickt. So, Alter. Wer hat den Rucksack bitte schön hier nach oben gepackt? Oh Gott. Warum muss mein Charakter hier so krass schwanken? Ich weiß, es ist windig hier oben und ich weiß, es ist verdammt hoch, aber warum muss der so wackeln, ey? Dadurch treibt er mir noch die Höhenangst ein, obwohl ich eigentlich an sich keine habe. Aber bei solchen Höhen wird einem doch schwummrig, ne? Ohne Geländer und so. Was? Wo zur Hölle? Warte mal, es gibt 5? Ach du... Da unten ist die... Oh Gott. Ich muss mit der Leiter erstmal runter. Alter, zuerst hoch und dann wieder runter. Oh, vorsichtig. So, 2 Schüsse reichen schon. Okay. Das waren gerade mal 2. Wo genau sind jetzt die anderen? Oder muss ich noch zu einem anderen Sendeturm? Kann eigentlich gar nicht sein. Oh Mann. Muss ich mir die Dinger vielleicht im Vorhinein so markieren? Mit dem Fernglas. Ich weiß es nicht. Weil jetzt so an sich sehe ich die nicht mehr. Oh Gott. Ist das überhaupt eine Seilrutsche? Kann ich das überhaupt benutzen? Ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube, wenn... Was war da gerade? Oh, Kletterhaken wieder benutzen. Okay, Leute, ich versuch's. Ich bin tot. Hui! Alter. Oh. Hab ich schon so ein flaues Gefühl in der Magengegend gekriegt, als es nach unten ging. Oh. Das war nicht schön. Okay, wo starte ich jetzt wieder? Ach yay, immerhin. Warte mal, was? Ich kann die Geräte von hier oben bestens sehen. Hab ein bisschen Geduld, ich habe erst vor 20 Minuten gelernt, wie man fliegt. Crashkurs von Anne. Okay, cool. Ach, hier oben ist eine Seilrutsche, ja toll. Aber, keine Ahnung, soll ich ihm befehlen, das zu zerstören? Weil die Dinger sind definitiv außerhalb, oder? Nö. Die sind definitiv außerhalb meiner Reichweite. Nee, komm. Nee, Lava. Alter. Das gibt's ja nicht. Okay, ja. Ah! Das war zu weit! Doch, nein, das war richtig. Ich bin so dumm. Ja, aufheben bitte, danke. Ah, Alter. Ich mag dich, der Flirty. Ich meine, ich habe sicher schon 6 oder 7 andere da rausgeschickt. Keiner hat es hinbekommen und alle sind jetzt tot. Und warum? Ja, geil. Oh Mann, was mache ich hier überhaupt? Der Typ hat sie doch eh nicht mehr alle und ich mache eine Mission für ihn. Gut gemacht. Phase 1 beendet. Zurück ins Labor, zu Phase 2. Warte mal, kletter mit dem Kletterhaken in den Helikopter rein? Das Spiel hat mir keine Gelegenheit jetzt mehr dazu gegeben. Ich kann es ja jetzt noch machen. So. Toll. Ja, jetzt habe ich es ja doch noch hingekriegt. Jetzt habe ich das doch noch als abgehakt angezeigt bekommen. Okay, wohin jetzt? Eigentlich gab es da ja noch eine Mission in der Nähe. Ups. Fliegt er mich mit mir jetzt komplett? Ja, ich muss aber sowieso, um die Mission zu beenden, mit ihm fliegen. Von daher gab es da wenigstens eine Schnellreise. Ja, okay, gut. Dann ist es okay. Wenn es einen Schnellreisepunkt dahin gibt, dann ist alles gut. Alter, ey, das war jetzt schon schwindelerregend.
Aber klar, hätte ich selber drauf kommen können. Welchen Grund hätte es für den Helikopter sonst gegeben, dorthin zu kommen? Also für Larry. Weshalb hätte er sonst mit dem Helikopter dorthin kommen können? Außer, dass ich damit dann an die obersten Satellitenschüsseln rankomme. Eieieiei. Ja? Ich muss... Nein, ich werde... Ach. Dich werden, bevor das hier schlimmer wird. Ich soll den Helikopter verlassen, habe ich jetzt erst oben links gesehen. Au. Sichere das Gebiet. Oh. Okay. Die Mission geht tatsächlich noch weiter. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Why? So. Mach bloß nichts mit meinem Boomer. So. Nein, nein. So, erwischt. Noch einer? Oh. Oh Mann. So. Oh nein, was oh Scheiße. Hi. Alter. Nein, ich wollte dich gerade mit einem Nahkampfangriff niedermachen. Knick. Genickzwirbler. Ja, du bist sowas von tot. Jawohl. Feiner Junge. War's das? Ja, warte auf Larry. Alles klar. Nein. Ich behalte die Knarre mit dem Aufsatz. Dankeschön. Einmal her damit. So, wo ist er jetzt? Da kommt er runter, okay. Habe ich den schon geplündert? Ja. Hier lagen noch welche. Ach, guck mal, die Reise des Helden abgeschlossen. Ja, nice. Okay. Was ist das für eine Mucke? Die ist schon ganz geil. Larry, wo willst du hin? Wo bist du? Hi. Und? Okay, Sidekick. Phasos numero dos. Jetzt wird die Sache interessant. Jetzt strafe ich alle Lügen, die an mir gezweifelt haben. Wenn wir Phase 3 gemeinsam erreichen wollen, dann musst du die Wahrheit mit eigenen Augen sehen. Du musst erkennen, dass die schon längst hier sind. Unter dem Radar. Kundschafter, die uns studieren und uns einschätzen für den unvermeidlichen Showdown. Wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, ist die Menschheit Geschichte. So einfach ist das. Darauf läuft es hinaus. Wir müssen sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Nur du kannst uns retten. Waren das genug Klischees, um dich zu überzeugen? Super! Geh nach Westen zum Kornkreis und sammle Proben der Außerirdischen. Du kannst sie nicht verfehlen. Sie leuchten nachts und das Brummen macht die Tiere verrückt. Wird nicht lange dauern, bis es uns auch noch verrückt macht. Ich hätte wissen müssen, dass seine Mission mit den Kornkreisen zusammenhängen würde. Oh Mann, ey. Okay, Boomer? Ja. Fass. Schafft mir den Hund vom Hals. Nope. Oh, Herausforderung. Boomer Gesamtkills. Nice. Er hat genug für 3 Vorteilspunkte. Feiner Süß. Ey, ich hab Streicheln gedrückt. Ich hab's ganz genau gesehen. Nee, ne? Verzieht euch. Verzieht euch. Wieso? Was zum Teufel? Habe ich ihn erwischt? Erwischt. Stirb doch! Junge, du Penner! Oh Scheiße, ich brauche eine Deckung, ich brauche eine Deckung, ich brauche eine Deckung, ich brauche eine Deckung. Besser als nichts. Verdammter Drecksack!
Ich weiß, das ist ein Sekten-VIP, aber trotzdem. So. Du Sackgesicht! Sag mal. Wie kann das sein? Guckt euch das an, wie oft ich den angeballert hab, den Penner! Ich fass es einfach nicht. Kann mein Hund mir überhaupt helfen? Kann er tatsächlich? Sag mal! Wie viele Kugeln kann der aushalten? Das ist doch unmöglich! Der stand mitten im Nix, der kann keine Deckung gehabt haben! Du mieser... Komm her! Ich hab dem einen Headshot verpasst! Und der hat's überlebt! Mieser Cheater-Penner! Alter, ey! Hab ich ne Wut auf den gekriegt? Ne! Das ging aber gar nicht. Kann ich den Heli benutzen? Ich kann ihn tatsächlich benutzen. Okay. Oh Mann. Oh, wie schön das Gras sich bewegt. Schön. Okay. Steigen. Ganz vorsichtig. Oh, Alter. Das ist auch geil. So, ich fliege vor allen Dingen in die falsche Richtung, glaube ich. Ja, knapp in die falsche Richtung. Okay. Nice. Oh. Schön vorsichtig. Alles klar. Das kriege ich doch einigermaßen hin. Das ist eine relativ simple Steuerung, also ich werde das Ding jetzt hoffentlich nicht crashen bei der nächstbesten Gelegenheit. Okay, und wie sinke ich jetzt nochmal? Nein, nicht mit Viereck, mit Kreis. Gut. Ich hatte Angst davor, dass Kreis... Oh, das war vielleicht ein bisschen schnell, aber egal, es hat geklappt. Ich hatte Angst davor, dass Kreis das Fahrzeug verlassen bedeuten könnte. Ha? Aha, aha. Okay. Sammle Alien-Objekte. Oh Mann. Werden die mir überhaupt angezeigt? Bradbury Farm. Vor allen Dingen, was für Alien-Objekte meint der? Ich bin doch hier richtig, oder nicht? Mal ranzoomen. Moment, vielleicht am hier am Ende bei diesen Kreisen hier. Nö. Was? Wo? Wie? Was? Da oben? Okay. Na gut. Soll mir egal sein. Wie komme ich da am besten hoch? Irgendwie sehe ich hier gerade null Möglichkeit. Hier irgendwie hochklettern? Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das Rohr hier? Nope. Bei Dying Light hätte ich da jetzt hochklettern können. An dem Ding. Hier ist auch nix. Sieht da so aus, als ob ich meinen Kletterhaken benutzen könnte, aber irgendwie doch nicht. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich brauche hier irgendein anderes Fortbewegungsgadget. Entweder das oder ich muss irgendwie, keine Ahnung. Moment mal. Nein, pardon, kurze Unterbrechung, da habe ich gerade ein Paket bekommen. So, ja. Ah, okay, so langsam aber sicher kriege ich ein Bild davon, was zu tun ist. Ich muss auf jeden Fall hier drauf, dann kann ich da rüberspringen. Die Frage ist nur, wie komme ich da jetzt? Alles klar. Na also, ich war zu sehr auf das Silo selbst fixiert. Ich hätte schlicht und ergreifend auch die Umgebung angucken müssen. Zack, und schon, ne, ist der Rest easy peasy. Und zack. Oh. Uiuiuiui. Hier hat jemand eine Beobachtungsbasis.
eingerichtet. Okay. Außerirdisches. Das sah jetzt ehrlich gesagt tatsächlich... meine Theorie ist allerdings... What the... Dein Ernst? Alter. Ich werde mich jetzt doch nicht hier von Adlern töten lassen. Dann doch lieber die Schwerkraft. So sah es zumindest gerade... Nein, wag es nicht, wag es nicht. Die lassen mich auch nicht in Ruhe, ne? Die kreisen jetzt weiter über meinem Kopf. Ja. Da! Verdammt nochmal. Na, kommt. Trau dich. So. Ist nicht wahr, der hat das überlebt? Aber ich will hoffen, dass der jetzt die Schnauze voll hat von mir. Hast du? Hast du? Hast du? Oh! Jetzt reicht's mir mit euch. Das gibt's da nicht. Dass ich diese Viecher auch nicht getroffen kriege. Ich krieg's einfach nicht geschissen. Das gibt's nicht. Ach Mann, ich hätte... Eigentlich wollte ich von da oben jetzt... Aber da haben mich die Adler voll von abgelenkt. Eigentlich wollte ich da oben nach weiteren Objekten Ausschau halten. Aber kann es sein, dass hier auf der Farm eventuell noch weitere Objekte zu sammeln sind? Hier drin zum Beispiel? Nee. Jetzt bin ich schon wieder außerhalb des Suchradius, so wie das aussieht. Jetzt bin ich wieder drin. Ja gut, dann ist nur das Sido gerade noch so im Suchbereich. Aber warum wird mir der Suchbereich nicht mal generell angezeigt? Oder ist das auch ein Ort gewesen, der mir da gerade angezeigt wurde, wo ich ein Objekt finde? Wahrscheinlich, ich gehe jetzt einfach mal zu den Sektenmitgliedern da hinten hin. Ist das ein VIP? Nein. Fass. Den anderen übernehme ich. So. Scharfschützen-Kills. Sehr gut. Gib mir nochmal ein paar Punkte. Zwei Stück. So, ich habe zudem einen weiteren Tipp bekommen, dass ich mir möglichst früh für eine weitere Trophäe eine ganz bestimmte Fähigkeit holen soll. Fahrzeugstopper? Nee. Autoreparatur? Nein. Das hat was mit Sabotage zu tun. Irgendwo soll es einen Sabotageskill geben. Habe ich den gerade verpasst? Dschungelkönig, Schwarzmarkt, da. Gesundheitsboosts, Gleitschirm, Fahrzeugstopper. Klappt, nee. Kugeln fügen Fahrzeugen mehr Schaden zu? Nee, das ist es nicht. Waffenprofi, Sprengfalle. Das ist es. Nähere dich Motorhauben und halte Dreieck, damit das Fahrzeug bei der nächsten Kollision explodiert. Funktioniert auch in der Arcade. Okay. Das ist es. Aber da... hier ist aber... Ach so. Nähere dich Motorhauben und halte fähig, um Autos anzuzünden. Nach 10 Sekunden explodieren sie. Funktioniert auch in Arcade. Das ist der Skill, den ich mir möglichst früh besorgen soll. Denn ich soll... einige Sektenmitglieder mit Hilfe von Autos töten. Warum lag dieses Ding so nah am Hintern der Kuh? Und warum stelle ich mir diese Frage, obwohl ich die Antwort überhaupt nicht wissen will? Also gar nicht. Und warum leuchtet es immer noch? Nee, ich dachte jetzt eventuell, dass ich die Kuh noch irgendwie... Keine Ahnung. Dass ich sie aufschlitzen muss und dann bekomme ich eventuell noch ein Objekt. Aber das kann ich mir erstens nicht vorstellen. Zweitens will ich lieber andere Möglichkeiten versuchen. Was war das gerade eben? Das hat sich so angehört, als ob etwas markiert worden wäre. Ist hier vielleicht noch ein Objekt? Bradbury Traktorschuppen.
Ich habe keine Ahnung, ob ich mit meinem Fernglas überhaupt solche Objekte erspähen kann. Oh, nein, das ist schon nicht mehr im Suchradius. Alles klar. Aber ich hätte schwören können, gerade eben hat das Spiel ein Tönchen von sich gegeben, das quasi angedeutet hat. Ach, guck mal. Wow. Nein, nein, nein. Bleib doch hier. Nein, ich will ihn nicht erschießen müssen. Ich glaube, ich muss ihn erschießen, oder? Ich möchte ihn... Ich konnte ihn aber streicheln. Nein. Komm schon. Komm schon, Kleiner. Nein, ja, ja, ja. No. Ich dachte, wenn ich... Ich habe... Mein Gedanke ist so, wenn ich ihn streichle, dann lässt er das ja vielleicht fallen. Dann muss ich ihn nicht umbringen. Oh, er hat's fallen gelassen. Gott sei Dank. Danke. Okay. Ich hab schon... Da ist schon das letzte Ding. Bei den Truthähnen. Jedes... Wow, wow, wow! Entschuldigung, Alter. Alter, kann ich hier bitte... Nicht euer Ernst, ich wurde von Truthähnen gekillt. Und mein Hund muss meine Wunden lecken, um mich zu retten. Alter, was sind das denn für Agro-Viecher? Ja. Die halten auch noch scheiß viel aus. Nein, hör das mal auf. Alter, euer Ernst? Jetzt kommen die Adler auch noch mit zu der Party. Gehäutete Truthähne-Herausforderung. Cool. Und den hier kann ich schon gar nicht mehr plündern. Alter. Fast jedes Tier auf dieser Farm hatte quasi was. Du hättest mehr als genug Proben besorgt. Bring sie zu mir zurück. Zack, zack. Jedes Tier, das auf dieser Farm unterwegs ist, gefährliche Begegnung abgeschlossen, hat mit diesen Objekten, mit den Alien-Objekten zu tun gehabt. Kuh, Hund, Truthähne und die Adler, weil in dem Adlernest lag ja auch nochmal so ein Ding. So, ich versuche jetzt mal ganz genau zu zielen. Na toll. Klappt ja super. Mir wurde auch der Tipp gegeben, bei den fliegenden Viechern so ein kleines bisschen abseits zu zielen. Ein bisschen im Vorhinein. Dort, Alter. Nicht direkt auf sie drauf, sondern da, wo sie hinfliegen. Aber ja, ich habe das Gefühl, selbst dann. Ey, Mistvieh. Ich hasse es nicht. Wow. Oh, Leute. Das versuche ich jetzt mal. Hi, Leute. Freunde? Scheint so. Ist er das? Nee. Das ist jemand anders, oder? Kollege, lauf doch nicht weg. Lauf doch nicht weg. Hi. Dem Widerstand wurde zugetragen, dass Grace in der Lamb of God Kirche steckt und mit ihrem Präzisionsgewehr auf Kultisten schießt. Das kann sie gut, aber sie braucht Rückendeckung. Okay. Grace Armstrong, neuer Charakter entdeckt. Okay. Hallo. Bin wieder da. Na, traut ihr euch? Ich hab ganz was Feines für euch. Wird euch gleich ganz warm. So. Natürlich reicht das nicht so weit. Warum hat das Viech jetzt nicht durchgezogen? Das verstehe ich jetzt nicht. Das kann doch nicht geahnt haben, was ich da in der Hand halte und womit ich gleich ballern würde. Na los, na los. Ey, das gibt's doch nicht. Sonst greifen die mich immer kackenfrech an, aber jetzt auf einmal, als ob die riechen könnten, dass ich denen jetzt gegenüber im Vorteil bin. Ihr miesen Drecksviecher. Aber bevor ich hier noch mehr Munition vergeude, ganz ehrlich, lasse ich es lieber gut sein. Ich möchte mich jetzt schon an den Viechern ehrlich gesagt rächen, aber... Ach komm, scheiß drauf. Na, traust du dich? Gibt's ja nicht. Den kriege ich nicht mal angekokelt. Ja, vergiss es. Okay, wohin soll ich jetzt? Oder hat er keine Folgequests mehr für mich?
Ist jetzt. Oh, ich bin schon in der Nähe der Lamb of God Kirche. Aber dann kann ich ja demnächst eigentlich von hier aus direkt dorthin. Ich habe ja genug Schnellreisepunkte. Genau, die hier wollte ich endlich mal abgeben. Was ist jetzt eigentlich mit dem Typen los? Hat er jetzt gar keine Folgequests mehr für mich? Oder muss ich warten, bis er sich per Funk meldet? Was genau ist da jetzt los? Da ist er, Larry Parker. Das ist er doch, oder? Ich denke schon. Also muss ich nochmal direkt zu dem zurück. Na gut. Reise ich nochmal kurz zurück zu dem Kerl. Wundert mich ehrlich gesagt, dass die Mission allein schon dadurch vorbei ist, dass ich diese Dinger eingesammelt habe. Ich habe ja auch so ein bisschen die Theorie, dass er die Dinger ganz einfach dorthin platziert hat. Weil er es kann, damit man ihm Glauben schenkt. Irgendetwas, was Was außerirdisch ist das aussieht, für hat er einfach dahin ein? gepackt. Oh, bitte sag mir, dass du sie hast. Her mit den Proben. Gut gemacht. Anne wird begeistert sein. Apropos begeistert, es ist vollbracht. Der dynamische Laserkondensator ist fertig. Jetzt wird's richtig lustig. Versteh mich nicht falsch, das war alles toll. Es ist einfach an der Zeit, dass ich mich an ein neues Abenteuer mache. Etwas Ähnliches, aber mit genug Neuerungen, um den Preis zu rechtfertigen. Du weißt schon, was ich meine. Wir verstehen uns. Uns fehlt nur noch der Strom. Und ich brauche mehr, als das lokale Netz hergibt. Und ich weiß, was du denkst. Aber einen Blitz einfangen scheidet aus. Das mache ich garantiert nicht nochmal. Okay, das Umspannwerk im Norden sollte genug Saft haben. Wir müssen nur den gesamten Strom direkt hierher umleiten. Das sollte dann. Oh, entschuldigt, ich musste jetzt noch einmal unterbrechen, weil ich so einen Niesanfall bekommen habe. Ich habe versucht, ihn noch zu unterdrücken, bis der Typ aufhört zu labern, aber ich habe es einfach nicht mehr durchgehalten. Tut mir leid. Einen Versuch reichen. Ich gebe dir über Funk Anweisungen. Los, ab mit dir. Wir haben nur eine Chance, die Welt vor dem sicheren Ende zu retten. Bitte, Dankeschön. Nicht von dieser Welt. Erreiche das Umspannwerk. Ach, ist das hier? Das ist tatsächlich in der Nähe. Krass. Ja gut, da werde ich jetzt nicht großartig mit dem Wagen, glaube ich, dahin laufen. Da ist es besser und direkter, wenn ich querfeldein dahin laufe. Beziehungsweise eigentlich sollte ich mir das schon langsam für den nächsten Part aufheben. Würde ich sagen. Was haben wir denn da? Was ist da? Wo? Nicht euer Ernst. Och, nö. Don't. Wir haben hoffentlich kein. Wir haben ein Maschinengewehr da drin. Shit. Nein, die können mich doch hier nicht treffen. Denke ich. Schön regenerieren, richtig so. Okay, sehr gut. Haha! Runtergeholt den Vogel. Sorry. Alles cool, alles Rechte gut. zurück! Feuer! Ich würde gerne mit dir reden. Darf ich nicht? Muss erstmal zurück zu deinem Platz. Ja gut, geh du erstmal. Ich schau mal nach, ob es hier irgendwas zu holen gibt. Wahrscheinlich nicht, aber ja, nee, das Feuer breitet sich jetzt Far Cry-Style-mäßig komplett aus. Das wird eine Weile dauern, bis das zu Ende gebrannt ist. Hi. Das heißt, ein paar einheimische Pyromanen wollen gegen die Sekte kämpfen. Sie sollen draußen bei dem alten Buswrack campen. Ist nicht weit. Okay. Neues Prepper-Versteck entdeckt. Spiel mit dem Feuer. Oh. Wie bereit in. Was? Was heißt hier bereit in so und so viel Zeit? Muss er sich erholen? Hat er jetzt so viel Schaden gemacht? Bekommen? Oh nein. Moment. Jake Hopper, Chris Stout, Ryan Smith. Lenkt Aufmerksamkeit auf sich und kann mehr einstecken, bringt nach einigen Abschüssen wiederverwertbare Munition zurück. Deren Fähigkeiten muss ich erstmal freischalten, wie es scheint. Okay. Meinetwegen.
Wobei seine Fähigkeiten habe ich ja theoretisch schon alle. Soll ich den entfernen? Ich weiß nicht. Es kommt ja auch darauf an, welche Fähigkeiten die beiden haben. Aber komm. Feuer Verstanden, ich den bis mal bald. an, Guten weil ich Tag es auch, Ma'am. kann. Tyler Hopper. Okay. Ist schon fast komplett abgebrannt. Jetzt kann ich vielleicht dort noch etwas finden. Nee, Das Feuer die. greift Ja, doch da. So. Den Vogel habe ich schön vom Himmel geholt. Yay. Alles klar. So. Dann geht's als nächstes dorthin. Und Leute, ich würde an der Stelle dann für heute Schluss machen. Und um diese Mission kümmern wir uns dann im nächsten Part. Von daher, Leute, für heute erstmal. Na, bevor der anfängt zu reden, mache ich an dieser Stelle für heute Schluss. Moment, habe ich jetzt genug Vorteilspunkte für Sabotage? Ja, habe ich. Na dann. Dann können wir die Trophäe bei nächster Gelegenheit auch nochmal erledigen. Mal gucken, wie viele Gelegenheiten das Spiel mir geben wird, dass irgendwelche Leute, also irgendwelche Sektenmitglieder in der Nähe von Autos herumlungern, damit ich die mit Hilfe des Autos schön hochjagen kann. Finde ich an sich auch eine geile Idee. Ne? Ich muss nur leise genug sein, dass die mich nicht bemerken und auch in der Nähe des Autos stehen bleiben. Naja gut, Leute, dann würde ich an der Stelle für heute sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!